Die letzten 10 Jahre waren natürlich ein wirkliches großes Auf und Ab. Das Erste, was mir einfällt, ist Stolz. Es ist wie ein Kind, das man aufzieht. War nicht immer gerade die feine Art, wie wir miteinander umgegangen sind, aber jeder wollte einfach das Beste geben. Ja, ich sage jetzt brutal eigentlich. Nach der Veranstaltung sagen alle, nein, nie wieder. Nach 2, 3 Wochen ist das dann verflogen und dann freuen sie sich schon wieder auf nichts. Ja. Kompliment an den Veranstalter, an die Sponsoren. Es ist hier wirklich eine Top-Veranstaltung geworden. Viele Leute, viele Pferde sind Ponys, das ist Voltigieren, da ist mit Reiten und alles und ja, da ist sehr viel los. Das ist so groß, so viele Leute, so eine tolle Atmosphäre. Es ist wahnsinnig, wie er das hat aufgebaut. Und ich glaube auch, die Leute, was ihm geholfen hat, die Sponsoren und so, die sind wir als Reiter auch richtig dankbar. Und es ist toll, dass er so ein Turnier hat gemacht in all den Jahren. Alles Gute zum 10-jährigen Jubiläum. Alles Gute bis zur Andreas Horst in Dors. Ein tolles Turnier mit einer super Atmosphäre. In der Arena haben wir Springreiten angeschaut. Zum Vergleich mit Deutschland muss ich sagen, dass die Münchner Messe sich da eine Scheibe abschneiden könnte. Vor 10 Jahren waren wir fast alleine hier und jetzt ist alles brechenvoll. Also ich bin fast von Beginn an dabei und habe diese Entwicklung miterlebt, die spektakulär war. Weil die Skiern haben wir da hinten noch angeschaut. Ich bin jetzt seit 10 Jahren eigentlich jedes Jahr dabei gewesen und es ist aber jedes Jahr immer wieder was Neues. Man trifft neue Leute, die Show ist jedes Jahr anders. Und das ist einfach das, was das Ganze auszeichnet und was einen einlädt, dass man jedes Jahr wieder kommt. Und einen Helm haben wir viel mehr Kraft zum Reiten. Ganz, ganz toll von Atmosphäre her. Die ganzen Leute, was kommen zum Zuschauen, jetzt ganz speziell hier beim Agility. Normalerweise natürlich sind die Insider da. Jetzt haben wir endlich wieder mal neue Leute, die zuschauen. Eine tolle Veranstaltung, alles zentral, kurze Wege. Wir wünschen den Mephisto Amadeus Horse Indoors Happy Birthday! Ich wünsche dem ganzen Team, dem ganzen Veranstalter für die nächsten 10 Jahre noch alles Gute und viel Spaß. Die letzten 10 Jahre waren natürlich ein wirkliches großes Auf und Ab. Also wir haben begonnen mit enormem Enthusiasmus, mit riesen Drang, dass wir was bewegen. Herzlich willkommen das erste Mal bei der Pressekonferenz. Wir holen ganz auf das obere Level. Letztes Jahr war es ja alles neu und alles aufregend und wir haben nicht gewusst, wie wird das werden. Jeder gibt sein Bestes, powert sich ja genauso aus wie jetzt auch. Und dann waren, glaube ich, gezählte 3500 Leute da. Während der ganzen Veranstaltung hat man immer den gleichen Satz gehört und der hat immer gelautet: So schön, so toll, aber warum kommen keine Leute? Du stehst dann da und denkst, wie wäre das dann wohl, wenn die Halle voll wäre und du beobachtest andere Events und denkst, wie kriege ich denn das hin, dass das so ausschauen wird? Es war einfach ein Learning by Doing, weil keiner von uns hat im Endeffekt überhaupt gewusst, auf was wir uns einlassen. Wir haben eine Idee gehabt und dann sind wir rumgefahren, haben uns einmal die anderen Veranstaltungen angeschaut, wie die das alles umsetzen und dann haben wir versucht, das zu Hause irgendwie nachzumachen und neue Ideen einzubringen, besser zu machen und sind da natürlich oft an unsere Grenzen gestoßen. Statt ein ausgeglichenes Budget zu haben, haben wir gleich im ersten Jahr, ich weiß nicht, fast 500.000
verbrennt, mehr oder weniger. Durch die Härte auch von der Veranstaltung, bis so eine Veranstaltung zum Wachsen kommt und zum Laufen kommt, wurde das Team sehr, sehr eng zusammengeschweißt. Es waren endlose Nächte, die gearbeitet werden mussten. Es waren Rückschläge, es waren Tiefschläge, aber auch nach vorne und einfach den Mut nicht aufzugeben. Dann hat die Messe als Partner oder mitfinanzierender Partner damals kalte Füße gehabt im Grunde und hat gesagt, also wir steigen aus. Und ich kann mich an das Meeting noch erinnern in Lamprechtshausen, da sind wir zusammengesessen, also Krisenmeeting, was machen wir denn jetzt mit dem Event? Und wir haben alle gesagt, na also der ist gut und wir kriegen das hin. Und ich glaube, wir haben aber auch ja zu etwas gesagt, was wir damals in den Ausmaßen noch gar nicht feststellen haben können. Wir waren so begeistert, dass wir einfach gesagt haben, das machen wir. Man hat immer weiterkämpft und von Jahr zu Jahr habe ich halt am Tag nicht mehr 500 Mal gehört am Tag, so eine schöne Veranstaltung, aber warum kommen die Salzburger nicht? Waren es halt dann ein Jahr drauf nur mehr 300, die das gesagt haben, im fünften Jahr nur mehr 200 und ab dem achten Jahr habe ich dann eigentlich gleich viele Sätze gehört. Ich habe immer gewusst, dass das in Salzburg geht, ich habe gewusst, dass es funktioniert. Das war dann eigentlich die Zeit, wo wir dann die 25.000, 30.000er Marke geknackt haben. Wenn was gut läuft, will jeder dabei sein. Und solange was schlecht läuft, sage ich jetzt einmal, schaue ich mir nur an, vielleicht das nächste Jahr bin ich dabei oder vielleicht das übernächste Jahr. Aber es sind doch ein Kreis, der was bis heute mitgehalten hat. Das waren, wurscht, ob es gewisse Aussteller sind, gewisse Firmen, die mit uns Böden bauen und so weiter, die auch mitgeschwitzt haben. Nach der Veranstaltung sagen alle, nein, nie wieder. Auch meine Arbeiter sagen, nein. Nächstes Jahr suchst du beim anderen, aber dann nach zwei, drei Wochen ist das dann verflogen und dann freuen sie sich schon wieder aufs nächste Jahr. Die sind immer noch dabei und haben es mit uns durchgehalten. Also das muss man schon sagen, dass da einige gibt, die was so fair waren und so und daran geglaubt haben, an dem, was jetzt ist und was jetzt passiert. Viele internationale Events, die wir beobachtet haben, wo wir unbedingt dorthin wollten, wo wir hingefahren sind, gedacht haben, so soll es einmal sein. Die haben wir überholt, die sind zum Teil von den Zuschauerzahlen schlechter geworden und wir immer besser, weil ich glaube, bei uns das Konzept stimmt. Wir bieten hier ein Erlebnis, einen ganzen Tag ein Erlebnis. Es ist nicht nur der Sport, du kannst mit deinen Kindern oder deiner Großmutter oder deinem Ehemann oder deinen Freundinnen oder Freunden herkommen und den ganzen Tag irgendwas erleben. Wir müssen unheimlich Achtung, Respekt unserem Gast gegenüber bringen, der einfach unsere Karten auch kauft. Auch als Partner ist man da irgendwo stolz, wenn sich so eine Veranstaltung so entwickelt. Die Leute, die Reiter, das Publikum, die Zuschauer, die da nach Salzburg kommen, das ist einfach sensationell. Für die Zukunft wünschen wir uns natürlich, dass wir Papa San Mateus nachfolgen, mehr oder weniger, dass wir auch ein 10-jähriges Standing haben. Da bin ich eigentlich am meisten drauf stolz, dass mein Team und diese Sponsoren von Anfang an zusammengeblieben sind. Obwohl es viele Zwists gegeben hat dazwischen, überhaupt keine Debatte, aber es ist noch immer das gleiche Team. Und das macht mich am meisten stolz. Wenn man jetzt sieht, wie viel Arbeit das dahinter steckt, dann alles, ich meine, da sagt man eigentlich, die Außenstehenden sagen, das hat sie alle verrückt. Aber dann, wenn du dann siehst, wie das vom Publikum angenommen wird, dann macht das nichts mehr aus. Ne? 10 Jahre, schöne Zeit. Viel umgesetzt, Ideen verwirklicht, einen Traum gelebt. Gott sei Dank ist es so gelaufen und nicht in die andere Richtung. Und der Kampf hat sich ausgezahlt, auf jeden Fall. Heute zum 10-jährigen Jubiläum, glaube ich, können wir mit Stolz auf die Veranstaltung zurückblicken.